In dieser Hausarbeit geht es um den Stoffumsatz an Elektroden bei der Elektrolyse. Um dies genauer zu verstehen, möchte ich zunächst genauer auf die Faradayschen Gesetze eingehen. Diese erläutern den Zusammenhang zwischen elektrischer Ladung und Stoffumsatz bei elektrochemischen Reaktionen. Das erste Gesetz besagt, dass die Stoffmenge N, die während der Elektrolyse an der Elektrode abgeschieden wird, proportional zur elektrischen Ladung ist. Das zweite Gesetz besagt, dass die durch eine bestimmte Ladung abgeschiedene Masse proportional zum Atomgewicht M und umgekehrt proportional zu seiner Wertigkeit Z des Elements ist. Durch Zusammenfassen der einzelnen Gleichungen lässt sich nun folgende Gleichung für die benötigte Zeit zur Abscheidung einer bestimmten Masse eines Elements an einer Elektrode mit gegebener Stromstärke herleiten. In der zu behandelnden Aufgabe geht es um je eine Chlor- und eine Kupferelektrode. Zwischen den elektrisch leitend verbundenen Halbzellen fließt ein Strom von 25 mA. Zu bestimmen ist die Zeit T, die der Strom fließen muss, sodass 2,5 mg Kupfer umgesetzt werden. Die gegebenen Werte werden nun in die bereits hergeleitete Formel für die Zeit T eingesetzt. Heraus kommt, dass der Strom 1518,35 Sekunden bzw. 25,3 Minuten fließen muss, um 2,5 mg Kupfer umzusetzen.